Valer Sabadus, der Titelheld dieser Barockoper. Er ist Theseo, der griechische Krieger, um den gleich zwei Frauen buhlen. Seine angebetete Achillea und die böse Zauberin Medea. Sie dürfen sich das Ganze aber auch nicht zu barock vorstellen, weil das würde sie auch irgendwie ein bisschen zu sehr von dem Original dann abbringen. Stimmt. Die Inszenierung ist alles andere als barock. Dieses antiken Drama um Liebe und Eifersucht setzt ganz auf Händels Musik und die großartigen Countertenöre, denn auch Theseos Vater, König Echeo, singt mit Kopfstimme. Theseo ist mit Sicherheit der Höhepunkt der diesjährigen Händel-Festspiele und Valer Sabadus ihr Star.